Publikum haben, gar keine Frage. Ich möchte euch ganz kurz das Stück vorstellen. Es heißt Noels Auftrag und es handelt von einem Engel, der einfach die Chorprobe nie auf die Reihe bringt. Und irgendwann fällt den Oberengel Angela ein, sie braucht eigentlich einen großen Auftrag und sie kriegt einen Auftrag auf der Erde. Ich muss mich konzentrieren. Ah! Maria, was ist mit dir? Alles wird so beschwerlich mit diesem Bauch. Jetzt tut mir der Rücken sogar schon im Sitzen weh. Halte durch, Maria. Es dauert dir nicht mehr lange. Dann ist unser Kind da. Der Beschützer Israels wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich. Dein Herr ist bei dir. Er hält die Hand über dich, damit sich die Hitze der Sonne nicht quält. Und der Mond dich nicht ankommt. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Was immer du tust, er wird dich beschützen von Anfang jetzt und in aller Zukunft. Das hast du schön gedichtet, Josef. Aber es ist nicht von mir. Das ist ein Psalm von König David. Und weil ich angeblich von ihm abstamme, müssen wir nach Bethlehem. Komm, Maria, es hilft alles nichts. Wir müssen weiter. Eben zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin. Sei groß, sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Tut mir leid, wir haben nicht frei. Den Stall. Gib. Stall. Der Stall. Gib ihn in den Stall, Gottes Kind zuliebe. Ach Josef, da fällt mir noch etwas ein. Einen Stall hätte ich noch zu geben. Nur einen Stall, aber dort habt ihr es wenigstens warm und trocken. Vielen Dank, Wirtin. Du bist unsere Rettung. Ich habe sie gerettet. Ich habe sie gerettet. Gottes Kind in einem Stall, das kann doch gar nicht wahr sein. So sehr liebt euch Gott, dass er klein und arm zu euch gekommen ist, um euch immer nahe zu sein. Kinderlein, kommet, oh kommet doch ein. Zur Krippe herkommet, im Bethlehem Stall. Und seht, was in dieser Vater im Himmel für Freude.
so gehört die Zeit um. Geht mir zu, legt sie zu, so wie es der Jahr auf Gott will. Da kommt der Wind ab über Olmer her, macht all Stadt und still. Da kommt der Wind ab über Olmer her, macht all Stadt und still. Und auch deswegen, weil es eigentlich bei vorher gesagt haben, die Temperaturen das zusammen, wenn man flächig arbeitet, kühlt jetzt ein bisschen länger und das verringert alles gleich. Also, das ist mir in der langen Miesel haben wir uns das gedacht. Ja. Ja, und wie gesagt, also es war ein Teamwork. Der Langmichel, den kennt ihr auch. Der Langmichel hat seine Schnitzwerkstatt drin in der Messinggasse beim Stadtmarkt. Da nehmen wir Mode Moser. Und die haben das eben gemeinsam gemacht. Da war immer doppelt so große Figur vom Schneewürfel her. Dann haben wir gesagt, jetzt Ochs, Esel und Heilige Familie für einen Künstler an zu Wilde. Dann haben sie eben zu zweit erst gemacht, aber sie waren trotzdem flott. Dann haben sie noch Zeit gehabt, unten den römischen Soldaten ganz unten einer zu machen. Mhm. Und den haben sie anstatt vier so auch gemacht, um eigentlich einmal ein Wahrzeichen für ein Rundum zu schaffen. Ja, genau. Ja. Und kam zu mir, ein Stern, du glänzend, es ging dazu dir, ein Stern, du glänzend. Es kommt dazu dir. Ja, bei euch auch fürs Kommen. Ich weiß ja nicht, wenn ich ganz einen lauten Applaus habe, ob sie noch ein Liedl drauf haben. Ja, du weißt ja. Weiß ich nicht. Ja, ja. Ich bin Hanselbock, ich bin Karlsson. Wir gehen nach Bethlehem. Das Wappen wird uns jetzt schon zu lang. Da hier sie's auch schon kenn. Hast du denn nicht den Engel gehört, wie er uns hat verkündet? Der Gottessohn als kleiner Bub, heut Nacht vom Himmel kam. O ich ihm, o Valier und ihm sing, ich sing Ritti, 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 voller Freud, und schier wird die Zeit. Ich sing Ritti, 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 voller Freud, und schier wird die Zeit. Die Base Elisabeth, sie empfing, was will Gott mir für Gnade gewähren, dass zu mir kommt die Mutter des Herrn, dass zu mir kommt die Mutter des Türmen in die Lande.
Christkindlmarkt, der auch hierher zu uns gekommen ist, um mit uns Silvester zu feiern. Charlie, ich hoffe, du wirst in Kürze das alte Jahr gebührend verabschieden.